Ich habe noch nie einen großen Hehl draus gemacht, dass ich nicht wirklich der allerbeste Schütze in dieser Welt bin. Um es auf einen Punkt zu bringen, ich bin ein ziemlich grottiger Schütze. Aber ich habe Spaß. Und umso mehr freue ich mich dran, wenn es auch selbst nur aus 7 Metern ist, eine relativ für mich enge Gruppe schieße. Ich bin kein Ringjäger. Das war ich noch nie und das will ich auch nicht sein. Natürlich sage ich nicht, dass meine Ergebnisse mir 100% am allerwertesten vorbeigehen. Aber ich rege mich in keinster Weise darüber auf, wenn ich anstelle von 10-10, wenn ich das könnte, 9-10 und eine 9 schieße. Und mir dann tagelang in den Kopf mache, wo zum Fick ist denn diese 9 hergekommen? Das ist mir so scheißegal. Ich habe auch keinerlei Problem damit, auf einer Landesmeisterschaft auf den letzten Platz zu kommen. Wie dieses Jahr auch wieder bei einer Disziplin. In einer anderen bin ich auf den dritten gekommen. Mir geht es in erster Instanz immer um den Spaß am Sport. Natürlich gehört zum Spaß am Sport auch der gewisse Erfolg. Aber in dem Moment, wenn ich anfange oder anfangen würde, tatsächlich in diesen Sphären zu schießen, dass ich, sag ich mal, von 300 Ringen 300 schieß, PB1 zum Beispiel, PB3, PB4, dann artet das oftmals im Stress aus. Und dann ist man in irgendeiner Form immer dazu genötigt, genau dieses Level zu halten. Und ich persönlich verliere dann eigentlich ein bisschen den Spaß dran. Ich habe kein Problem damit, irgendwo im Mittelfeld zu liegen. Umso mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es auch nicht gut, wenn sich jemand hinstellt und dann, weil ich jetzt diese nachfolgenden Scheiben, die ich euch hier gleich einblende, von meinem Training am Sonntag, drauf reagiert, das wäre selbst auf 25 Meter kein gutes Schussbild. So what? Who gives a fuck? Wen interessiert das? Wenn ein anderer die Zehen ausstanzt auf die Zehen, das ist mir scheißegal, das kann er gerne tun. Das juckt mich nicht die Bohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir vollkommen egal. Ich möchte meinen Spaß am Schießen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und der kommt bei mir durchaus oftmals zu kurz. Leider. Aber jetzt am Sonntag konnte ich mich nach Herzenslust austoben. Ich zeige euch hier ein paar Zusammenschnitte vom Schießen am Sonntag. Wir sind ausschließlich auf 7 Meter geblieben. Mir ging es, was ich ja bereits schon angekündigt hatte, das Thema neue Grifftechnik mit der Glock. Ihr erinnert euch, ne? Das Video hier oben. Dieser etwas aggressivere Griff, wie es zum Beispiel Rob Vogel macht. Es hat relativ gut funktioniert und ihr werdet das auch sehen. Auf der ersten Scheibe, die ich euch hier zeige, seht ihr, dass dort die Treffer noch immer primär links und rechts sind. Auf den darauffolgenden Scheiben, wo ich dann tatsächlich meinen Griff angepasst habe, also das Handgelenk richtig nach unten gekippt, die Ellbogen nach oben gedreht habe, dann konnte man tatsächlich sehen, wie die Treffer mehr Richtung rechts gewandert sind. Natürlich waren ein paar Ausreißer dabei. So what? Das passiert. Man ändert nicht von jetzt auf sofort seine Angewohnheit, indem man die ganze Zeit so geschossen hat, so, und dann auf einmal einen extremen Unterschied in der Verkantung des Handgelenkes und damit das Verriegeln des Handgelenkes. Das ist eine extrem ungewohnte Grifftechnik, weil sie auch damit die Muskeln extrem unter Spannung bringt. Und daran muss man sich gewöhnen. Ich finde es aber interessant zu sehen, dass es Früchte trägt. Und dass sich selbst auf 7 Meter die Trefferlagen verbessert haben. Ich habe hier eine Scheibe geschossen mit einer Glock 17 Gen 5, allerdings mit einem Ghost-Federsatz drin, ebenfalls auf 7 Meter. Gleiche Grifftechnik. Und ihr seht, das ist wirklich diese 5 oder 6 Schuss, die ich abgegeben habe, sind sehr, sehr dicht beieinander. Es funktioniert also. Diese Grifftechnik kann man auch auf andere Waffen, Pistolen adaptieren. Man muss es einfach mal testen. Aber, wie gesagt, ich für mich hatte niemals den Anspruch und werde niemals den Anspruch haben, ein Highscorer zu werden. Weil für mich diesen Stress brauche ich nicht. Von daher eine ganz kleine Bitte. Schluckt's runter. Ganz ehrlich. Ich freue mich für euch, wenn ihr die Zehnerstanze seid. Ich freue mich echt für euch. Ich finde das geil. Mein Ding ist es aber nicht. Und mir ist ja ziemlich egal.
Und wer der Meinung ist, meine Scheiben kritisieren zu wollen, spart euch. Ganz ehrlich. Weil das tangiert mich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde es auch nicht wirklich toll. Ja. Wenn jemand in irgendeiner Form sich darüber freut, dass er ein gewisses Ergebnis für sich erzielt hat, ein positives Ergebnis. Und dann ständig diese Bullshit-Kommentare. Auf 25 Meter wäre das ein schlechtes Ergebnis. Es interessiert mich nicht. Ich freue mich in dem Moment über das Ergebnis, das ich erzielt habe. Ich freue mich in dem Moment tatsächlich darüber, dass ich mit einer kleinkalibrigen Kurzwaffe, der P07 Kadett, es geschafft habe, auf den dritten Platz der Landesmeisterschaft in der Disziplin DKS 2 NPA zu kommen. Die Disziplin, die ich am meisten hasse, wo ich mit der 9mm im Regelfall im Durchschnitt von 54 von 120 Ringen schieße. Und dort habe ich über 90 geschossen. Ich find's geil. Und es ist eine riesen Überraschung. Und dann freut mich das umso mehr. Ja, dafür bin ich aber bei der nächsten Disziplin, ebenfalls NPA, mit der großen, auf den letzten Platz gekommen. Ich glaube, das war sogar mit der Optical Sight. Ja gut, habe ich verpennt. Habe ich statt in der Intervallserie statt 3x2 Schuss, habe ich 3x1 Schuss abgegeben. Da fehlen halt 3 Bohnen auf der Scheibe. So what? Ich bin auch schon von der Landesmeisterschaft nach Hause gekommen und habe gerade mal, wie viel waren es? 4 Ringe auf der Scheibe gehabt. Wirklich 4 Ringe. Das waren 2 Treffer auf der Scheibe. 2x eine 2 und der Rest, der fliegt heute noch. Wir haben uns köstlich amüsiert darüber. Da interessiert mich das nicht. Und selbst wenn ich von den 15 Schuss 13 außerhalb der Wertung auf der ISSF-Scheibe gehabt hätte. Unten im Eck, das wäre mir scheißegal. Sage ich ganz ehrlich. Weil das nächste Mal wird es vielleicht ein bisschen besser. Aber ich habe nicht diesen Anspruch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir bitte den Gefallen. Hört damit bitte einfach auf. Die Ergebnisse, auf die ich persönlich mich freue und stolz bin, dass ich selbst aus 7 Meter diese Trefferlage mit einer für mich komplett ungewohnten Kanone zu schießen, damit herabzuwerten, indem man sagt, selbst auf 25 Meter wäre das kein gutes Ergebnis. Weil das finde ich persönlich nicht in Ordnung und ist vollkommen daneben.